Willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 6. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir den da besiegen, die Tür mit mal aufgeht und er sagt, so jetzt besiege ich dich. Mal sehen. Was? Tante Irina. Die Hündin meines Onkels. An der Spitze einer Armee wütender Schlangen. Das ist köstlich. Sagt Markus. Ich habe ihn jetzt einfach mal gesprochen, weil er irgendwie nicht redet. Gut, Markus, es tut mir leid, aber du musst sterben. So, in der Taktikphase setzen wir dich mal nach hinten. Du bleibst vorne, du bist nämlich unser Bester. Obwohl, du gehst mal bitte... Du gehst mal dahin und der Drache geht hier hin. Auf geht's. Wir kommen nicht ran. Dann zaubern wir erstmal. Eisring auf euch. Warte ab. Du gehst auch nach vorne. Abwarten. Du gehst hinter den Stein. Und jetzt gehen wir auf die Engel oder auf die da? Oder auf die. Okay, kaum noch Engel übrig. Das klappt. Ich sehe hier gar keine Schwierigkeiten. Drache, du musst dich wehren. Du kannst doch nicht einfach nur dastehen. Mann. Wenn wir dich angreifen, greifen wir den anderen auch an? Ja, tun wir. Gut, unser Drache wird jetzt erstmal die hier alle vernichten. Sehr gut, und dann anschließend die Engel. Kröti, Kröti, kannst du zu ihm springen? Ja, kannst du. Sehr gut gemacht. Zaubern. Kettenblitz auf die da. Na komm. Und tschüss, die Pretos sind weg. Meine Eispuppies werden nicht angegriffen. Wer hat jetzt die meisten Leute verloren? Du hast fast 20 verloren. Du nicht viele. Aber du auch sehr viele. Okay, dann heilen wir dich. Und du gehst rüber. Um den Rest kümmern wir uns später. Gut, die Drachen sind wieder dran. Eisblitz auf die da. Dann Verteidigung rein. Greifen weg. Super. Die Heilpuppies sind noch zu viele. Perfekt. Auch wenn die stark sind, die kriegen wir weg. Und du heilst nochmal die da. Gut, in der nächsten Runde haben wir es geschafft. Wir warten noch so lange, bis die Kenshis dran sind, damit sie sich hochheilen. Na also, geht doch. Und das war's. Mal sehen, wie viele Kenshis wir verloren haben. Zwei. Peinlich. Ha. Und das war's. Mehr sagt er nicht. Auch nicht schlecht. Der nächste Kampf. Markus ist ebenfalls weg. Die Taktikphase.
Du bleibst vorne. Du gehst weiter nach hinten. Und ihr beide geht nach vorne. Auf geht's. Sehr schön. Zaubern. Und zwar den Eisring auf diese ganzen Leute hier. Ja, die Blitzpüppi kommt nicht. Du bleibst erstmal hinter dem Drachen. Die Engel machen nichts. Das ist sehr gut. Dann kann ich mich um sie kümmern. Oder um die da. Das sind doch ein paar härtere Kämpfe. So ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Kettenblitz auf die Heilerin. Dann den Superschlag auf euch. Und ihr dürft nochmal. Das gefällt mir. Wen machen wir denn alle? Euch. Kannst du rein? Ja, du könntest sogar die Engel... Oh, sogar die treffen. Na bitte. Okay, die wird geschützt. Die kriegen wir erstmal nicht. Auf zu den Pretos. Schon mal reinlaufen. Heil mal bitte die Püppis hier. Dann sind es wieder 90. 90 sind gut. 90 können nämlich die da wegmachen. Sehr gut. Die nächste Runde, aber wahrscheinlich noch nicht die letzte. Luftelementare beschwören. Blitzstrahl auf. Die da. Unsere Kröten machen die weg. Ja, noch nicht ganz. Na also, die sind wenigstens schon weg. Mehr Schutz. Außerdem wollen wir jemanden heilen. Der Drache hat schon fast... Nö, er hat erst 6 verloren. Ich wollte schon sagen 10, aber 6 ist okay. Du hast am meisten verloren. Du kriegst erstmal eine Heilung. Dann gehen wir auf die da. Sehr gut. Jetzt kommt der Kenshi auch weiter durch. Die Kröte. Wir zaubern erst einmal einen Eisring auf die beiden. Und dann geht die Kröte auf ihn. Geht nicht. Na gut, hau ihn weg. Sehr schön, nur noch die Engel.
der schon wieder am Retzen ist. Es ist doch zum Heulen. Gut, die nächste und wahrscheinlich letzte Runde. Das war's. Und auch die Festung wird umgewandelt. Ein Traum. Und wir können neue Leute rekrutieren. Wenn auch nicht allzu viele. Gerhards Palast wehrt sich überhaupt nicht mehr. Das ist auch gesünder für ihn. Puh. Wenn so viele Leute rekrutieren, dass wir nicht mal die Möglichkeit haben, alles zu holen. Schwupps, wo kamst du her? Da muss irgendwo ein Porter sein. Aber du hast nicht wirklich viele. Dennoch, die Festung ist in Gefahr. Die aber auch. Wir machen es folgendermaßen. Wir speichern nochmal unter zur Sicherheit. Und porten uns dann rüber zu dieser Festung. Das finde ich jetzt nicht witzig, Freundchen. Einfaches Stadttor hierhin. Und ich komme nicht an dich ran. Es ist zum Heulen. Da kommt der nächste. Er wird doch wohl nicht bis in die Festung rein können, oder? Nee, nicht ganz. So, dann greifen wir dich mal an. Auch wenn das nur ein Ablenkungsmanöver ist von euch. Aber ihr müsst weg. Fortsetzen. Das ist schon so in Ordnung, die Aufteilung. Das ist ein hübscher kleiner Garten, in dem wir hier kämpfen. Kettenblitz auf euch. Heroische Musik für einen heroischen Auftakt. Sehr gut. Wir dürfen nochmal und die Halbpuppies sind weg. Wunderbar. Okay, das wäre geschafft. Damit ist er hier schon mal weg. Bloß mit dir mache ich mir jetzt Sorgen. Du hast auch keinerlei Unterstützung. Und die Leute, die wir hier haben, sind nicht wirklich gut. Du gehst jetzt bitte hier hinten hin. Oder hoch. Hoch. Ach nee, hoch kannst du nicht, dann musst du an ihm vorbei. Wir müssen die Festung zurückerobern. Die wird garantiert geholt. Oder auch nicht. Glück gehabt. Du, wieder rein in die Festung und porten einmal bitte hier hin.
Wir sind auch gleich in der nächsten Woche. Holen uns aber keine neuen Leute. Wir gehen erstmal ihn besiegen. Ach, eine einzige Festung ist noch übrig. Das wird ja wohl nicht so schwer sein, oder? Da scheint auch keine gute zu sein, denn die haben alle nicht aufgestufte Leute. Ja, ja. Soll er machen. Sehr gut. Ein Großteil schon mal weniger. Ja, weg mit den Halbpuppies. Sehr gut gemacht. Also bis hierhin bin ich schon zufrieden mit euch. Den Sprungangriff auf die da. Und du könntest alle 78 auf einmal kaputt machen. So, als nächstes den Eisring auf alle drei. Du kommst nicht durch, ne? Nee. Na, dann mach die Halbpuppies weg. Die nicht heilen. Okay. Und ich würde sagen, das war's. Ach, ein Glück. Ein Glück. Wieder Ruhe. Ruhe im Schuhkarton.